Hier ist Arnold. Alle Regierungen auf der ganzen Welt sind gestürzt worden und werden jetzt von Diktatoren regiert. Ja, einerseits ist das gut, weil niemand mehr sein Land verlässt und jeder für das Wohlergehen seines Landes und seine Stellung in der Welt arbeitet. Aber auf der anderen Seite werden die meisten Menschen unter solchen Regimen nicht mehr in Häusern, sondern in Gefängnissen leben. Denn die Gesetze der Länder sind sehr streng und manchmal sogar ziemlich seltsam. Die Vorteile der Zivilisation kannst du vergessen. Das bedeutet aber, dass du, wenn es in deinem Land vorher keine Schwerindustrie gab, die zum Beispiel Fahrzeuge herstellte, jetzt kein neues Auto mehr bekommen kannst und du bestenfalls auf ein Fahrrad umsteigen darfst. Ich sag ja nicht, dass alle sozialen Medien verschwunden wären, aber jetzt kannst du private Gespräche mit deinen Freunden nur noch irgendwo tief im Wald führen, das Radio laut aufgedreht. Und selbst wenn du dir die Haare schneiden lassen willst, muss deine Frisur von der örtlichen Verwaltung genehmigt werden. Und es gibt nur eine begrenzte Anzahl von staatlich genehmigten Frisuren. Am krassesten aber ist, dass sich alle Länder gegenseitig verdächtigen, eine potenzielle Bedrohung zu sein. Fast alle Ressourcen eines Landes fließen damit in die militärische Aufrüstung. Und leider wird eines Tages jemand schwach und drückt den großen roten Knopf. Du musst ruhig und tief atmen, um Sauerstoff zu sparen. Okay, jetzt hör auf, ruhig zu sein. Wir müssen die Handschellen abnehmen. Das ist ganz einfach. Du musst dir nur an jeder Hand einen Finger brechen, damit du sie durch die Handschellen stecken kannst. Hör auf zu jammern, Arnie. Du hast doch noch zwei Finger übrig. Benutze deinen Gürtel oder deine Uhr, um zu versuchen, den Deckel aufzubrechen. Ein Metallsarg hat übrigens an den Rändern Schwachstellen. Komm schon, Arnie, das war ein Scherz. Du kannst das Metall nicht knacken, du Trottel. Über dir liegen 2 Meter Erde, die mit einer Masse von 2,5 Tonnen nach unten drücken. Diese dritte Beerdigung wird wohl deine letzte sein. Arnie, wo bist du? Och, du kleiner Mistkerl. Ja, du bist wahrscheinlich Arnie Houdini. Auf die gleiche Weise kletterte Harry Houdini durch ein Geheimfach in der Seitenwand des Sarges in einen Tunnel. Und dann ließ er sich durch eine Luke im Grab von oben auf den Sarg fallen und bedeckte sich mit gut 1,5 Meter Dreck. Aber wo ist die Luke, Arnie? Was für eine Überraschung. Du hast doch nicht wirklich geglaubt, dass ich dich so einfach rauslassen würde, oder? Schwimm hoch, Arnold, bevor der Beton aushärtet. Arnold! Oh nein! Hupala, wir haben ein kleines Problem. Arnold, habe keine Angst. Aber du bist lebendig begraben. Genau wie Rodrigo Cortez. Hör auf zu schreien. Schreien erhöht Panik, Herzschlag und dementsprechend die Menge an Luft, die du aufbrauchst. Und du hast maximal 2 Stunden Luft in deinem Sarg, bis dir der Sauerstoff ausgeht. Arnold, dein Telefon. Du bist doch nur 2 Meter tief. Hurra, du hast Empfang! Ruf deine Lieben an, die werden dich doch retten. Aber das ist nicht sicher, denn für sie bist du ja tot. Sie werden wahrscheinlich denken, dass dein Anruf ein dummer Scherz ist. Versuche, eine Verbindung zum Internet herzustellen. Dein Post wird sicher gesehen, aber erst nach einer Katze im lustigen Outfit, einem neuen Beitrag von Ariana Grande und eine lustig geformte Kartoffel. Ich hab's! Mit Geotext versehene Posts erhalten 79% mehr Aufmerksamkeit. Und ein Post darüber, dass Öl gefunden wird, wird die Aufmerksamkeit von Donald Trump 100%ig auf sich ziehen. In kritischen Situationen werden die tierischen Instinkte aufgeweckt. Ich meinte ja eigentlich, dass die in dir aufgeweckt werden. Arnold, bei Sauerstoffmangel haben die Menschen oft Halluzinationen. Vielleicht können wir einfach googeln, was zu tun ist. Das Leben nicht verändern, einen Sarg kaufen, verlassen Sie Ihre Komfortzone. Die Suchergebnisse gehen ja gar nicht. Oh, Kill Bill 2! Mach es wie Uma Thurman! Du musst ein Loch in den Deckel schlagen. Sei stark im Geist. Sammle all deinen Ärger wie Naruto und... Hat es wehgetan? Du musst irgendwie den Deckel aufkriegen. Schau, ob du irgendetwas in der Tasche hast. Ah, Arnold, was ist denn das? Oh, was soll denn das? Du nutzt das doch nicht mal außerhalb eines Sarges. Ah, das wird reichen. Schlag! Ist so, als ob du Faschisten entkommen wollen würdest oder vor dem Gejaule von Billie Eilish kapitulieren würdest. Geschafft! Jetzt musst du die Erde im Sarg verteilen, um den Weg nach draußen freizumachen. Du musst das Hemd über deinen Kopf ziehen. So verhinderst du, dass du erstickst, wenn die Erde sich überall um dich herum befindet. Arnold! Arnold! Aufwachen! Wieder Halluzinationen?
Es ist viel einfacher, dem Grabe zu entsteigen, wenn die Tiefe gleich oder weniger als die Größe der Person ist. Hier sind es 2 Meter, also krieche wie ein Wurm hoch. Arnold, du hast es fast geschafft. Herzlichen Glückwunsch. Du hast überlebt. Du hast uns Angst gemacht. Und versprich, nie wieder zu sterben. Brauchst du gute Ratschläge? Bleib ruhig. Je tiefer du atmest, desto mehr Sauerstoff verbrauchst du. Für 1 bis 2 Stunden sollte es aber reichen. Versuche tief ein- und langsam auszuatmen. Das verlängert zwar dein Überleben, aber das ist ja eigentlich egal. Bei Billigsärgen kannst du den Deckel leicht durchbrechen. Solche Heinis wie du werden immer in solchen Särgen begraben. Was hat dich Payme gelehrt? Nimm dir bitte den Schlagring, den dir deine Freunde in den Sarg gepackt haben, und ziele auf die Mitte. Decke dein Gesicht mit Kleidung ab, sonst blockieren Sand und Erde deine Atemwege. Und schaufel den Boden um dich herum weg. Wenn der Sarg voll ist, versuche dich hinzusetzen. Okay? Wow, deine Eltern hätten sicherlich gedacht, das schafft er nie. So, versuche dich wie ein Wurm nach oben zu schlängeln. Arnold, bist du draußen? Unglaublich! Oh, hoffentlich denkt keiner, du wärst ein Zombie. Zum Beispiel ins Jahr 1986. Es funktioniert. Wir sind im Kernkraftwerk Tschernobyl, nur ein paar Minuten vor der Katastrophe. Arnold, du machst die Kamera bereit. Du nimmst die Explosion auf und ich poste das Video auf YouTube. Mindestens 20 Millionen Aufrufe sind garantiert. Oh, ist der Akku schon wieder leer? Lade ihn auf. Das ist eine europäische Steckdose, Doofkopf. Du brauchst einen Adapter. Oder ich denke... Arnold, also es ist alles wegen dir. Es spielt keine Rolle. Du musst hier raus. Schnell! Im Handschuhfach befindet sich eine Powerbank. Steck sie in das Auto. Verdammt! Der Ladevorgang dauert mindestens 60 Sekunden. Hol den Schutzanzug raus. Nur vom aus dem Fenster gucken wirst du nie erfahren, dass du dich in einer Strahlungszone befindest. Tatsächlich ist die Strahlung hier jedoch kosmisch. Das ist nicht ganz das, was ich erwartet habe. Hast du die Taschen vielleicht mit jemandem getauscht? Bei einer Bestrahlung von mehr als 500 Röntgen fallen deine Haare und Nägel sofort aus. Deine Haut wird rot und all die Krankheiten, die du bereits hast, werden schlimmer. Aber du hast Glück. Du wirst nämlich keine großen Schmerzen spüren, weil du in 3, 2 ins Koma fällst. Oh, bist du schon? Dies liegt daran, dass hier 20.000 Röntgen pro Stunde eingestrahlt werden. Und diese Technologie kann diesen Ansturm nicht bewältigen. Also, wir müssen hier raus. Ach, die Batterien sollten ausreichen, um bis 2020 zu kommen. Wow, was für eine Reise! Ich denke, du brauchst einen Termin beim Onkologen. Arnold, weißt du, wie blöde du gerade aussiehst? Ich frag mich, wer seinen Schutzanzug hat. Nimmst ein Bad, was? Stell dir vor, die Welle hätte dich nicht im Badezimmer, sondern im Meer erwischt. Das Schwarze Meer ist in der Tat auch eine große Badewanne mit einer Größe von 1.417.182 Kubikkilometer. Es hat ungefähr 243 Millionen Jahre gedauert, um es zu füllen. Die plötzliche Bewegung tektonischer Platten verursacht Wellen. Der Meeresboden steigt mehrere Meter an und erzeugt so die tödlichen Tsunami-Wellen. Wir befinden uns jetzt in Portugal. Hier bilden sich die höchsten Wellen der Welt. Sie sind wie ein Gepard, aber in der Welt der Wellen, weil sie die Geschwindigkeit von fast 100 km/h erreichen. Ein hawaiianischer Surfer hat hier eine 25-Meter-Welle geritten. Dafür kam er ins Guinness-Buch der Rekorde. Hast du jemals von einer Killerwelle gehört? Dies sind Wellen mit einer Höhe von 25 bis 30 Metern, die selbst von einem Schiff aus nicht zu sehen sind. Sie können plötzlich und unbemerkt auftreten. Daher bleibt nur sehr wenig Zeit, um die Besatzung eines Schiffes zu retten. Killerwellen können ein Schiff mit nur einem einzigen Treffer versenken. Sogar Conor McGregor würde einen solchen Knockout beneiden. Die größte Welle wurde 1958 in der Lituya Bay in Alaska registriert. Die Welle erreichte eine Höhe von 30 Metern und flutete die Berge drumherum. Infolgedessen wurde die gesamte Vegetation bis zu einer Höhe von 518 Meter über dem Meeresspiegel zerstört. Und das ist die Höhe von 5,5 Freiheitsstatuen. An Land deutet die Natur selbst auf die Annäherung eines Tsunamis hin.
Tiere spüren die Katastrophe und beginnen sich irgendwo in Eile zu versammeln oder sich seltsam zu benehmen. Vogelscharen fliegen davon. Bist du an Land? Rein ins Auto, aufs Fahrrad oder renne einfach. Oder bitte King Kong, dich mitzunehmen. Es wird empfohlen, eine Höhe von rund 40 Metern über dem Meeresspiegel zu erreichen. Arnold, du gehst besser in die oberste Etage des Empire State Buildings. Die Höhe des Wolkenkratzers beträgt 102 Stockwerke oder 281 Meter. Der Aufzug fährt mit einer Geschwindigkeit von 200 Metern pro Minute. Du hast also definitiv Zeit. Naja, das ist auch möglich. Schrei nicht unter Wasser, sonst erstickst du. Halte dich auf jeden Fall bei Bewusstsein. Arnold! Arnold! Arnold, versteck dich. Das sind die Nachbarn von unten. Du ertränkst sie. Nun, das war's. Ich muss gehen. Und du wirst alles Weitere selbst herausfinden. Tschüssi. Diese Boeing 767 gehört der gefährlichsten Fluggesellschaft der Welt. Cam Air. Gleich nach der Gründung des Unternehmens segelte ein Flieger beim Landeanflug am Rollfeld vorbei. Viele Passagiere erlitten Verletzungen, aber zum Glück überlebten alle. Etwas später verschwand eines der Flugzeuge vom Radar, eine halbe Stunde vor der Landung. Nach 2 Tagen Suche wurde es gefunden. Es war mit einem Berg kollidiert. 104 Menschen an Bord starben. Regel Nummer 1 im Flugzeug, immer anschnallen. Die Luftdichte ändert sich ständig. Stell dir Folgendes vor. Es ist Sommer, du fliegst über ein Feld und unter den Flügeln des Flugzeugs weht eine warme Brise. Dann endet das Feld plötzlich und du fliegst über einen kalten See. Die warmen Winde hören plötzlich auf und du wirst... Turbulenzen schütteln das Flugzeug mehrere Meter hin und her. All das geschieht bei einer Geschwindigkeit von 800 km/h. Und wenn du bei einer plötzlichen Belastung von 2G nicht angeschnallt bist, dann verursacht jede Kollision mit dem Sitz oder Flugzeug Rippenbrüche, verdreht Arme oder macht den Schädel kaputt. Das aus den Turbinen strömende Gas zieht Blitze magisch an. Das Interessante dabei, große Flugzeuge erzeugen in der Tat oft selber Blitze. Vom Heck aus erstreckt sich eine elektronische Entladung von Hunderttausenden von Ampere in die Wolken. Und vom Bug aus Richtung Boden. Ein Blitz kann die Windschutzscheibe zerbrechen und die gesamte Elektronik an Bord lahmlegen. Warte, Arnold, die Landung wird schlimmer als die Stoppeln am Arsch deiner Tante. Oh mein Gott, Arnold, du wirst sie wohl ein letztes Mal sehen. Bei deiner Beerdigung. Also, du willst heute eine gute Tat vollbringen? Alles nur für die Donuts? Oh, du Bastard. Nun, keine Sorge. Heute hast du die Chance, eine wirklich gute Tat zu vollbringen. Der ganze Planet ist mit Durchfallviren aus China infiziert. Aber ich habe dein Blut in den einzig existierenden Impfstoff verwandelt. Es gibt 7 Milliarden Menschen auf der Welt. Und jeder sucht nach dir. 195 Länder haben dein Foto in allen möglichen Medien veröffentlicht. Du bist in allen Polizeidatenbanken der Welt gelistet. Die besten Spezialeinheiten der Welt sind hinter dir her. Der MI6, der britische Geheimdienst, arbeitet seit 100 Jahren rund um die Uhr. ISI, Pakistans abteilungsübergreifender Geheimdienst mit der mannstärksten Truppe der Welt, 10.000 Agenten. Die CIA, pass auf, Arnie, sie foltern Menschen. Der kanadische Geheimdienst mit 507 Millionen US-Dollar Suchbudget. Glaubst du wirklich, du kannst dich vor allen verstecken? Auf jedem Smartphone bist du in den sozialen Medien vertreten. Du bist populärer geworden als Greta Thunberg. Ich bin sicher, sie beneidet dich jetzt. Schließlich kannst du wirklich helfen, die Menschheit zu retten. Ey, gib ihnen einfach dein Blut. Bis zum letzten Tropfen. Elite-Spezialeinheiten aus allen Ländern sind hinter dir her. US Navy SEALs, die französische Nationalgendarmerie, die chinesischen Schneeleoparden. Aber natürlich könnte dich auch ein Baby fangen. Big Brother is watching you. Allein in New York City gibt's 20.000 Überwachungskameras. Die machen Fotos, vergleichen den Abstand zwischen den Hauptmerkmalen im Gesicht. Nase, Augen, Mund.
Die Daten werden in den numerischen Code einer Person, einen Gesichtsausdruck, konvertiert und mit der Datenbank überprüft. Darüber hinaus kann jeder im Darknet Bilddatenbanken aus Cafés, Krankenhäusern und Einkaufszentren kaufen, sogar in der Nähe des FBI-Hauptsitzes. Die wissen, wo du vor 5 Minuten warst. Fang! Diese Brille mit eingebauten Infrarot-LEDs hilft dir, dein Gesicht vor den Kameras zu verbergen. Für sie wird dein Gesicht wie ein leuchtender, blinder Fleck aussehen. Ach, und vergiss nicht die Batterie. Das reicht doch nicht. Du brauchst eine Verkleidung. Es war eine verdammt schlechte Idee, so viele Donuts zu essen. Die fördern die übermäßige Bildung von Gasen. Feuer frei! Du siehst gut aus. Aber Suchhunde finden dich am Geruch von Buttersäure, der Geruchskomponente deines Schweißes. Gerade einmal 1 Gramm Schweiß reicht aus, damit der Hund dich auf dem Dach dieses 10-stöckigen Hauses riecht. Die Infizierten haben Flecken auf der Haut. Ein schrecklicher Ausschlag bedeckt ihr ganzes Gesicht. Sie husten ununterbrochen und ihre Vorderzähne fallen aus. Und um nicht isoliert zu sein, impfen sich die Menschen massenhaft und kaufen den Impfstoff auf dem Schwarzmarkt. Sie setzen sich bewusst einem Risiko aus, da der Impfstoff noch nicht zugelassen ist. Aber sie tun es, damit sie so schnell wie möglich wieder ein normales Leben führen können. Schau dir das an, Arnold. Was machst du denn hier? Oh, du hast ein Date? Das ist ja cool. Aber du hättest sicher einen romantischeren Ort finden können als dieses Café am Stadtrand. Hier ist sie. Wow! Wie konntest du sie zu einem Date mit dir überreden? Oh, wie sind so viele Zombies hier hereingekommen? Arnold, es scheint, dass Susi in Schwierigkeiten steckt. Ein durchschnittlicher Zombie lebt in Städten, die nach Epidemien verlassen wurden. Auf den ersten Blick könnte man meinen, dass es sich um einen gewöhnlichen Spieler handelt, der seit 3 Tagen nichts gegessen hat. Aber nein, Zombies haben ihren eigenen Speiseplan. Normalerweise fressen diese niedlichen Kreaturen menschliche Gehirne. Arnold, was wirst du tun? Wow, das nenne ich meine Waffe. Wer ist denn das? Boah, das gibt's doch nicht. Das ist Chuck, der verdammte Norris. Und er hat ein ganzes Arsenal hier. Jetzt wird er einigen in den Hintern treten. Igitt, das ist sogar für meine Verhältnisse ziemlich brutal. Aber sehr cool. Mann, oh Mann. Wie viele Zombies sind denn das? Sieht aus, als wäre dieser große Kerl der einzige, der noch übrig ist. Das nennst du einen Schlag. Das ist ein Schlag. Deine Verabredung scheint wegen des unvorhergesehenen Zombie-Angriffs abgesagt worden zu sein. Zeit zu verschwinden, Arnie. Vergiss Susi nicht. Verflixt und zugenäht. Sind die unsterblich? Chuck, tritt aufs Gas. Oh nein, sieh mal, Arnie. Du und Susi habt etwas gemeinsam. Genau wie du verliert sie ihre Finger. Es scheint ihr schlechter zu gehen. Schnell, tut etwas. Ihr müsst sie retten. Das ist also der Typ, der uns helfen kann. Wer zum Teufel ist er überhaupt? Grigori Rasputin, die geheimnisvollste Person des 20. Jahrhunderts. Ihm werden hypnotische Fähigkeiten und eine außergewöhnliche Heilungsgabe zugeschrieben. Was für ein gruseliger Ort. Noch schlimmer als das Café, in das du Susi eingeladen hast, Arnold. Was machen wir denn hier? Wohin gehen wir? Führt Chuck etwas im Schilde? So stelle ich mir die Zahnarztpraxis vor. 100% schrecklich. Sag mir nicht, dass du da reingehst. Sogar ich habe Angst. Hier ist alles in der besten Tradition russischer Feste. Wodka, Balalaika, Bären und Tanzen bis zum Morgen. Und hier ist der Mann, den wir brauchen, Grigori Rasputin. Das hier ist der große Mann. Es scheint, unser Heil hat einen 80%igen Drink weggehauen. Sieht aus, als müsstet ihr die Dinge selbst in die Hand nehmen. Macht ihr keine Sorgen um ihn. Alle reden über den neuen Impfstoff. Viele haben ihn bereits an sich selbst ausprobiert. Aber er hat eine Nebenwirkung. Die Menschen werden zu Zombies. Dieser Rasputin entpuppt sich als echter Drogensüchtiger. Igitt, du Nekromant! Er hat die Situation ausgenutzt und einen Impfstoff erfunden, der das Virus vernichtet, aber die Lebenden in Zombies verwandelt und die Toten wieder auferstehen lässt. Selbst Chuck ist schockiert. Chuck, du bist dran! Verdammt nochmal, wie macht er das nur? Er ist noch cooler als in Walker, Texas Ranger. Das ist also der, bei dem Van Damme Unterricht genommen hat. Oh, hier kommt Daddy! Der große Kerl lässt sich nicht so leicht unterkriegen.
Arnold, du bist der Einzige, der noch übrig ist. Arnie, du bist ein Kämpfer. Denk an all die Dinge, die ich dir beigebracht habe. Und das Wichtigste? Vergiss nicht, dass es keinen Feind gibt, außer dir selbst. Arnold, bist du... Ich wusste es doch. Leb wohl, Arnold. Glückwunsch, Arnold. Du hast dich gerade freiwillig für den Test der kugelsicheren Haut gemeldet. Wow, du lebst ja noch, Superman. Also, ein erfolgreicher Test. Hey, Arnie. Die Jungs scheinen mit dem Ergebnis zufrieden zu sein, aber sie wollen den Einsatz erhöhen. Ein Granatwerfer feuert eine Granate mit einer Geschwindigkeit von 120 Metern pro Sekunde ab. Und sie kann eine 50 cm dicke Stahlpanzerung durchdringen. Jetzt brauchen wir etwas Ernsthafteres. Zum Beispiel eine Haut aus Fulleren. Dies ist das stärkste Material, das die Wissenschaft bisher kennt. Ein Allotrop des Kohlenstoffs. Und es ist 200 Mal stärker als der stärkste Stahl. Glückwunsch, Arnie! Deine Fulleren-Haut kann einer Raketengranate standhalten. Was man von deinem Gehirn natürlich nicht behaupten kann. Die Schockwelle hat es in flüssige Götterspeise verwandelt. Aber zum Glück bist du in einem supergeheimen Labor. Genau, Arnold, das ist der perfekte Zeitpunkt, um zu fliehen. Denn jetzt können dich automatische Waffen nicht mehr verletzen. Du kannst auch nicht erwürgt werden. Und selbst wenn dich ein Auto überfährt, kann dir das nichts anhaben. Aber deine Stärke, Arnie, du kleines Weichei, die hat sich kein bisschen verändert. Stattdessen hast du, wie ich sehe, jetzt Nerven aus Stahl. Aber das Problem ist, dass du dich jetzt für den Rest deines Lebens verstecken musst, damit niemand weiß, was du für eine Superhaut hast. Warte, was? Ich verstehe, Arnie. Du würdest alles tun, um beliebt zu sein. Naja, jedem das Seine. Du willst heute wie Dr. Strange sein? Das wird doch nicht funktionieren, Kumpel. Okay, ja, also... Manchmal mache auch ich Fehler. Aber im Ernst, Kumpel, geh da doch nicht rein. Nein! Arnold, hör auf! Herzlichen Glückwunsch, Arnold! Du bist jetzt in der Wüste Dashtelut im Iran. Das ist der heißeste Ort der Welt. Wenn ich du wäre, würde ich anfangen, Flüssigkeiten zu sparen. Im menschlichen Körper gibt es 3 Millionen Schweißdrüsen. Du verlierst also bis zu 3 Liter Flüssigkeit pro Stunde. Und alle Salze in deinem Körper werden aus den Flüssigkeiten herausgezogen, was zu Krämpfen in deinen Gliedern führt. Arnold, spring doch da nicht rein, das ist nur eine Fata Morgana. Also, manchmal glaube ich, dass deine Dummheit wirklich Vorteile hat. Okay, also, jetzt wird dir kalt. Lass uns mal herausfinden, wo du bist. Das ist nicht gerade die beste Situation, Kumpel. Du bist in dem Dorf Olmyakon in Jakutien in Russland. Das ist der kälteste Ort der Welt. Hier wurde eine Temperatur von 71,2 Grad minus gemeldet. Laut Statistik sterben hier jedes Jahr 140 Menschen an Unterkühlung. Komm schon, beweg dich! Die menschliche Körpertemperatur beträgt 36,6 Grad Celsius. Aber bei dieser Kälte wird sie sinken. Und wie? Dein Körper wird versuchen, sich aufzuwärmen, und das tut er, indem er zittert. Dann lässt dein Gedächtnis nach und als nächstes dein Verstand. Naja, Arnold, für dich ist das ja der Normalzustand. Darauf folgt ein falsches Gefühl der Wärme. Arnold, Kumpel, du musst wirklich anfangen, mit den Füßen zu stapfen, oder der Tod holt dich. Mensch, komm schon, du schaffst es.